Ich glaube, jeder Paris-Besucher kennt das Musée d'Orsay. Man besucht es mit dem Louvre, mit dem Centre Pompidou. Aber das Musée d'Orsay ist berühmt als das Museum für die Malerei des 19. Jahrhunderts. Und die kulminiert im Impressionismus, in Monet, in Manet, in Degas, in Cézanne, in Seurat. Die wenigsten wussten, dass das Musée d'Orsay eine der kapitalsten und schönsten Zeichnungssammlungen der Welt besitzt, bis letztes Jahr das Musée d'Orsay eine Ausstellung gemacht hat mit den 130 prachtvollsten Blättern aus ihrer 90.000 Werke zählenden Sammlung. Und auf einmal ist ein ganz anderes Bild dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, dass auf der einen Seite die berühmten Werke, die Pastelle von Degas, die transparenten, lichtvollen Aquarelle des Cézanne oder die nachtschwarzen Kohlezeichnungen Seurats ebenso beinhaltet wie völlig unbekannte Seiten des 19. Jahrhunderts. Das Abseitige, das Nachtseitige, vielleicht auch dasjenige, das im Unterbewusstsein eher schlummert. Es ist ja nicht Zufall, dass Sigmund Freud für seine verschiedenen Aufsätze immer wieder auf Abbildungen von Künstlern zurückgegriffen hat, die jetzt in dieser Ausstellung sind, die den Traum, den Albtraum, die Furcht und die Angst des Bürgers im 19. Jahrhundert zum Thema gemacht haben. Und genau das zeigt die ganze Spannweite nicht nur des Bürgertums im 19. Jahrhundert, sondern auch dieser Ausstellung. Sie oszilliert zwischen dem taghellen Glühen der wunderbaren Pastelle, die die Impressionisten geschaffen haben und die wir zu Recht so bewundern, die zu Recht den Weg in die Moderne bahnen, aber auf der anderen Seite das Verdrängte, das den Bürger auch gequält hat. Er ist technikfixiert, er hat die Vision einer Zukunft und er glaubt an den Optimismus der Tatkraft. Aber er fürchtet den Tod, er fürchtet die Syphilis, er imaginiert sich einen fiktiven Körper der Frau in der Femme Fatale, diesen männerverschlingenden Vamp und im Gegenzug das der Femme Fragile, jener zerbrechlichen, blutleeren Frau, die seines Schutzes bedarf. Das ist ein Schwanken zwischen Idealen, die durch die Realität nicht gedeckt sind. Aber erst in dieser gesamten Spannweite erkennen wir und verstehen wir das 19. Jahrhundert, verstehen wir die Kunst des 19. Jahrhunderts und begreifen die Breite dieser Ausstellung, die nur eine Sammlung wie das Musée d'Orsay zustande bringt. Selbst die Albertina kann mit ihren gewaltigen Beständen die französische Kunst des 19. Jahrhunderts nicht einmal annähernd so abbilden, wie es das Musée d'Orsay mit dieser Auswahl kann. Musik